Ich hatte nur einmal ein komplettes Panini-Album. Das war bei der WM 1990, als wir Weltmeister geworden sind. Da hatte ich wirklich das ganze Album voll. So, hier, Tonka und Herbrand auf einem Sticker. Muss ich sofort einkleben. Mein Name ist Florian Tonka. Ich bin parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Und hier kommt mein Bretterporträt. Parlamentarischer Geschäftsführer ist jemand, der kümmert sich sozusagen darum, dass die Fraktion im Innern funktioniert, dass die Abgeordneten als ein Team funktionieren, dass alle Mitarbeiter auch wissen, was sie zu tun haben, was ihre Aufgabe ist. Im Englischen heißen die parlamentarischen Geschäftsführer Whips und das ist das englische Wort für Peitsche. Das zeigt schon, dass der parlamentarische Geschäftsführer manchmal auch die Aufgabe hat, für Ordnung zu sorgen, auch nach innen. Wirecard ist nicht nur der größte und teuerste Betrugsfall in der Geschichte der Bundesrepublik, ja wahrscheinlich sogar der deutschen Wirtschaftsgeschichte insgesamt, sondern auch ein ganz besonderer. Leider war der Fall Wirecard ein Fall, der sich auf dem offenen Marktplatz vor aller Augen abgespielt hat, wo seit Jahren klar war, da gibt es Vorwürfe, da gibt es Unstimmigkeiten auch in der Bilanzierung von Wirecard. Das konnte man in der Zeitung lesen. Weil das so war, haben wir uns entschieden, im Parlament auch einen Untersuchungsausschuss zu machen, der eben auch das Behördenversagen aufklärt, das hier stattgefunden hat und der auch aufklärt, warum auch die Regierung eigentlich zugelassen hat, dass man diesen angeblichen DAX-Champion so lange, so ungestört hat walten lassen. Wir haben in nur 8 Monaten ungeheuer viele Details ans Tageslicht befördert, ungeheuer viel erfahren, wie Wirecard diesen Betrug organisiert hat und warum die Kontrolleure das alles nicht mitbekommen haben. Und vor allem konnten wir auch rausarbeiten, dass Wirecard auch keine Naturkatastrophe war, die man nicht verhindern konnte. Und dass es vor allem auch ein Fall von Regierungsversagen war. Ich habe schon ganz viele Sportarten versucht, Rettungsschwimmen vor allem auch, Tennis, Handball sehr lange und Rudern. Zurzeit jogge ich besonders viel. Im Fernsehen gucke ich schon meistens Fußball, muss man sagen, weil es einfach etwas ist, wo man so sehr merkt, das ist Kopfsache. Und so ein Spiel kann so schnell kippen. Da kann sowas Kleines den Unterschied machen. Und das ist spektakulär. Am Dienstagabend ist ein ganz, ganz wichtiger Termin in der Sitzungswoche des Bundestages. Da spielt der FC Bundestag gegen einen ausgewählten Gegner. Da sind Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen zusammen auf dem Platz und da wird nicht über Politik geredet. Da gibt man auch mal dem Linken den Ball ab und es fällt auch gar nicht schwer, das zu tun. Es ist jedenfalls ganz, ganz wichtig, dass es im Parlament auch mal sowas gibt, wo man sich über die Fraktionsgrenzen hinweg auch locker irgendwie austauschen kann. Politik spielt bei uns zu Hause natürlich eine große Rolle, weil auch vor allem die Kinder wissen wollen, was das eigentlich ist. Ich erinnere mich noch gut, dass eines der ersten Wörter meiner einjährigen Tochter war Wirecard. Papa konnte sie allerdings trotzdem vorher. Aber man merkt schon, dass da natürlich auch die Familie mitgeht. Ganz wichtig, dass man einen Ausgleich zur Politik hat. Und das ist auch gar nicht so leicht, weil man durch Social Media, aber auch dadurch, dass man oft intern sehr, sehr schnell reagieren muss, irgendeine SMS bekommt, eine Chatnachricht bekommt, oft doch auch pausenlos gefragt ist. Deswegen ist der Ausgleich so wichtig. Für mich ist er hauptsächlich natürlich die Familie. Ich habe 3 Kinder, noch im jüngeren Alter. Und wir versuchen, die freie Zeit, so gut es geht, gemeinsam zu nutzen, Ausflüge zu machen. Was ich früher nie gedacht hätte, Gartenarbeit. Das muss irgendwie manchmal auch sein, aber es ist meditativ und man kommt dabei irgendwie auch mal zum Nachdenken, zum Überlegen. Und viele gute Ideen, gerade so zum Beispiel Fragen für Zeugen im Wirecard-Untersuchungsausschuss, sind mir beim Rasenmähen oder beim Gartenumgraben gekommen. Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland wieder etwas entspannter, etwas lockerer, etwas souveräner werden. Wenn es um andere Meinungen geht, dass wir verstehen, dass in Diskussionen auch der andere immer ein bisschen recht hat, oft jedenfalls. Dass wir fair miteinander reden, respektvoll miteinander reden und vor allem auch verstehen, dass die andere Meinung einen Wert hat, auch für uns selber. Und genau das wünsche ich mir auch von meinem Land. Denn an sich haben wir so tolle Voraussetzungen für die Zukunft, dass wir das gemeinsam auch hinkriegen können, die Herausforderungen zu lösen, die jetzt vor uns liegen. Ich
bin so eine Art Edelreservist, so ein bisschen so der Musiala des FC Bundestages, also ein Riesentalent natürlich, aber zu wenig Spielzeit, um entscheidende Akzente setzen zu können.